Leute, wir spielen weiter mit dem One-on-One in Lego Star Wars, die Skywalker Saga. Viel Spaß. Rein geht's in die letzte Episode. OWs letzte Chance, mal irgendwie den Ehrenpunkt zu holen, der 10 Punkte wert ist. Okay, abgemacht. Machen wir so. Nee, mach nicht. Ich hab hier Angst vor. Ach so, Episode 7 habe ich noch gewonnen sonst, ne? Ja, da hast du richtig Vorsprung, ja. Ja, da warst du richtig gut. Aber gut, jetzt geht's um 9, ne? Ich weiß gar nicht, mit was fängt das an, mit der Falkenmission da auch, ne? Wo man so durch die Gegend stottert. Stimmt, ja. Aber das ist, glaube ich, nur in den Eishöhlen davor, oder? Boah, wie cool ist das? Die Sequenz kenne ich gar nicht mehr. Die sieht ja richtig geil aus. Wusste ich auch nicht. Ach, Mann, aber das ist wahrscheinlich wirklich nur eine Sequenz. Ah, jetzt ist er auch direkt auf Exegol. Ja, schade, dass Episode 9 leider nicht so gut war. Das ist echt ein bisschen schade. Wenn man die Skywalker-Saga jetzt ranken würde, wären ja Episode 8 und 9, wären wir die auch auf den Plätzen 8 und 9, oder? Ja, aber ich glaube... In welcher Reihenfolge? Also ich finde beide Filme gar nicht gut. Ich glaube, ich mag 9 aber ein bisschen mehr. Das liegt aber nicht unbedingt daran, dass ich 9 gut finde oder so, sondern... Weil ich, wenn ich jetzt Filmemacher wäre, ich hätt das auch einfach abgelehnt. Ich weiß einfach irgendwie... Ich finde, das ist so eine Kack-Ausgangslage, die dir Episode 8 hinterlässt irgendwie. Du hast so keinen Oberbösewicht mehr in der Form. Du hast irgendwie so einen Widerstand, der so aus 20, 30 Leuten besteht. Und dann sollst du da das große Finale machen irgendwie. Was alles... Das passt, wir haben noch alles, was wir brauchen. Ja, aber das ist irgendwie richtig bescheuert. Da musste man ja irgendwie so einen komischen Superbösewicht wieder herholen. Das hat man jetzt hier überhaupt nicht gut gemacht, finde ich leider, aber... Ich weiß auch nicht, was man da hätte machen sollen. Mhm. Es gab ja auch noch diesen anderen Ansatz, aber ich hatte mir mal dazu was angeguckt, ich weiß dazu jetzt auch nicht mehr alles. Also da hatte doch jemand, ich weiß, wie hieß denn der Drehbuchautor, der das eigentlich vorher machen sollte, ich weiß nicht mehr, oder Regisseur. Aber der hatte davor ja auch so ein Skript, aber das war auch irgendwann ziemlich merkwürdig, meine ich. Ich weiß jetzt aber auch nicht mehr im Detail, was da alles drin war. Ja, okay, die Story da kenne ich, glaube ich, dann gar nicht von dem, was eigentlich kommen sollte. Also da war irgendwas mit so einer riesigen Station auch über Coruscant, das weiß ich noch. Aber ich weiß auch, im Detail weiß ich gar nicht mehr genau, was da drin war. Ich weiß nur, dass mir da auch irgendwelche Sachen nicht so gut gefallen hätten. Okay. Ich glaube, da wäre Hux dann irgendwie so der oberste Kanzler gewesen oder sowas. Aber der hieß dann anders oder war das wirklich, ist das daher quasi übernommen? Was denn jetzt? Der Charakter. Den gibt er jetzt in den jetzigen Sequels, gibt es den auch. Doch, das wäre dann schon ein Hux gewesen. Ah, okay. Aber naja, jetzt haben wir ja das. Und das ist ja dein Lieblingsfilm. Ja, auf jeden Fall. Nee, aber ich glaube, ich würde tatsächlich. Ich glaube, ich mag Episode 9 wenigstens noch lieber als 8. Ja, ich auch, wie gesagt. Ich weiß noch, als ich aus dem Kino rauskam, fand ich den sogar ganz gut. Oder was heißt das? Also, ich war da jetzt nicht enttäuscht, muss ich sagen. Oh, ich mach grad so viel Mist. Oh mein Gott, ich bin schon zweimal gecrashed. Ich mach, glaube ich, ganz viel Quatsch. Crash bin ich noch nicht, wobei es einfach... Oh mein Gott, ich crash schon wieder. Oh, hilf mir. Ich lebe noch. Bin ich jetzt gestorben? Aber... Also, ich bin auf jeden Fall zweimal gestorben schon. Ich bin jetzt einfach gerade eben am Nichts gestorben und das, obwohl ich auch schon die... den Kran ab. Obwohl ich die Mission vorher schon gehabt hatte. Ah, da war ein Minikit. Ah, Mann, ey. Ich weiß nicht, welchen Kran ich abschießen soll. Vielleicht oben oder unten so ein Balken da irgendwie? Ja, die schieße ich die ganze Zeit eh kaputt. Ah, jetzt kommt's erst, okay. Hab ich die jetzt aufgeholt? Ja. Bei mir fällt jetzt eine Brücke runter. Ja, bei mir auch. Ich glaube, da konntest du gar nicht viel Zeit verlieren, weil wenn du die TIE Fighter halt früher oder später besiegt hast, da musst du so oder so halt noch ein bisschen da lang fliegen. Ich bin jetzt ganz lange geflogen, ohne einen richtigen Auftrag zu haben. Das kann sein. Aber apropos Minikit, hast du gesehen, bei dem krassen Lego Adventskalender gibt's so ein Minikit drin, ne? Oh, nee, der krasse Lego Adventskalender. Den kauft er sich. Aber wir haben Mai. Boah, das ist so krass, der Adventskalender. Ich meine, wurde der jetzt vorgestellt oder wie kommst du da drauf? Ja, irgendwo. Ich glaube, Justus hat mir das auch noch mal gezeigt und da gibt es irgendwelche Leak-Bilder und so. Ah, okay. Nee, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich habe mir gerade eben erst den Trailer zu dem Star Wars Rebuild the World oder irgendwie wie? Das sieht auch richtig cool aus. Ich weiß gerade auch gar nicht. Rebuild the Galaxy vielleicht auch? Ich weiß nicht, ich weiß, was du meinst.
Das sieht ja auch richtig cool aus, finde ich. Also ich glaube, das könnte wieder ein richtig spaßiges Lego-Filmchen sein, so. Ja, das glaube ich auch. Bin mal gespannt, wie viel man mit dem... Macht man hier beim Stottern gar nichts? Du musst das Quicktime halt immer treffen, oder? Du hast ja immer, bei mir immer A. Bisher, ja. Ja, aber das musst du richtig schnell reagieren. Ja, gut. Nee, sorry, jetzt hatte ich dich unterbrochen. Was sollst du sagen? Ich bin mal gespannt, wie viel man mit den Charakteren da anfangen kann. Die scheinen ja dann auch neu zu sein. Ich glaube, der eine hieß jetzt irgendwie Sig oder so. Zumindest kannte ich den vorher nicht. Ich weiß nicht, ob das an mir lag. Aber ja, mal schauen, cool, wie viel man halt mit denen aufbauen kann. Ja, und Justus sagt mir immer, ich muss mir den... Jetzt kommt halt so ein Cal Kestis von Lego. Oder muss man sich so einen Sternzerstörer für holen? Ist doch viel zu teuer, OW. Cal Kestis kommt mit dem Sternzerstörer? Ja, der kommt als so eine Bonusfigur irgendwie rein. Ah, ich wollte gerade sagen, was hat denn der sonst mit Sternzerstörern groß zu tun? Ich glaub, das machen die mit Absicht wahrscheinlich. Dass man diese Bonusfiguren irgendwo ganz anders reinpackt. Ja, ich weiß auch nicht, warum sie das so machen. Keine Ahnung. Ich dachte erst, es wäre halt ein Set mit ihm und dann hätte es mich gewundert, wenn das... Das wäre cool. Mal, das... Ja, aber dann wäre es halt komisch mit einem Sternzerstörer, das würde irgendwie nicht zu Kell passen. Aber ich finde es interessant, das ist so jetzt mit so die Videospielfigur, die packen sie mittlerweile ziemlich viel rein, ne? Auch bei diesem, es gab ja vor ein paar Tagen dieses, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, da war dann dieses 25 Jahre Lego Star Wars, war das das Jahr, ne? Ja. Und da war, glaube ich, auch so ein Cal Kestis drin zu sehen in der Zusammenfassung so. Nee, habe ich nicht gesehen. Aber finde ich eigentlich ganz cool, dass die das jetzt auch so, dass die auch so gibt, sage ich mal. Es war so ein kleiner Kurzfilm quasi, der nochmal so alle Episoden, wichtigen Sachen so zusammenfasst. Und da hat man auch kurz Cal Kestis gesehen. Okay. Nee, das habe ich anscheinend nicht mitbekommen. Ja, habe ich was falsch gemacht? Ich schicke dir einen wieder zurück, oder was? So, du bist genau an der gleichen Stelle, glaube ich. Du läufst auch, hast auch zwei Fahnen, ne? Ja. Ja, okay. Und jetzt bist du hier bei diesem Wasserfall. Ja, dann bist du ein bisschen weiter, glaube ich. Ach mal, wie bei Darth Maul damals. Da hast du ein bisschen zu schnell A gedrückt immer. Weißt du noch? Weißt du noch? Also, weißt du? Oh mein Gott, das war so... Na! Oh mein Gott, war das knapp. Ich wäre fast runtergefallen. Schade. Ich hab so noch gerettet, ey. Hättest du ruhig mal fallen können. Alles gut. Mach dir da gar keinen Druck. Ach doch. Ja, ihr könnt gerne mal schreiben in die Kommentare, was ihr denn so bei diesem Lego... hier, am 4. Mai für Lego-Sachen gekauft habt, falls ihr denn was gekauft habt, weil OW hat das ganze Ding leer gekauft. Boah, hat der alles gekauft. Nee, ich hatte mich die Tage echt mal wieder im Lego-Shop umgeschaut, auch nach Angeboten und so. Und Justus hat das ja auch groß angepriesen mit diesen VIP-Punkten, dass das so krass ist, da vierfach Punkte und so. Aber ich habe da halt selber noch gar keinen Account. Und es ist halt immer noch so teuer. Also ich habe mir da jetzt nichts gekauft, aber... Ja. Ich würde eigentlich gern mal wieder, aber es ist alles so teuer. Das ist wirklich leider echt teuer. Dieses Diorama von dem Podracer werde ich mir irgendwann holen, aber da warte ich mal, bis das irgendwie im Angebot ist. Ja, das finde ich halt auch cool. Jetzt irgendwie, wir haben uns ja auch Episode 1 im Kino angesehen, für die Leute, die das nicht wissen. Und da hat man so ein Poster noch bekommen. Und wenn man das dann irgendwie mit dem Diorama zusammen irgendwo hinstellen könnte, das sehe, glaube ich, echt cool aus. Also das hätte ich gerne im Zimmer. Aber auch das sind dann wieder halt 80, 90 Euro oder so. 70? Ja, ich glaube, irgendwas mit 80 kostet das regulär. Ja, vielleicht kriegt man das ja irgendwann im Angebot für irgendwie 60 oder vielleicht sogar unter 60, keine Ahnung. Wow, unter 60 ist, glaube ich, recht optimistisch, oder? Vielleicht kriegt man das ja geschenkt, wenn man einfach mal bei Lego fragt. Ja, klar. Bis zum heutigen Tag bin ich auch einfach noch neidisch, dass dir das Luke Skywalker Lichtschwert da geschickt wurde für das ist so Video. Cool, oh, es ist cool. Es ist ja wirklich cool. Also, das kann ich halt nicht sagen. Wir können tauschen. Ich krieg das Lichtschwert und du bekommst einen freundlichen Händedruck. Nö. Okay, schade. Ich bekomme alle UCS-Sets, die es gibt und verkaufe die dann weiter an Fabian. Alle UCS-Sets, die ich habe, schenke ich dir, okay? Du hast gar keins, oder? Nee, aber das ist... Hätte ja eine Spekulation sein können. Ich hätte dir gesagt, ja, okay, dann machen wir es so, weil ich hätte ja auch alle haben können. Ja,
Bin mir da schon sicher, dass du die nicht hast. Erstmal rumdüsen. Oh, ich glaube, das hat sich gar nicht gelohnt. Ach nein, ich bin so dumm. Ich habe wieder abbrechen gedrückt. Gott, ich bin erst durchgefahren. Ich kam nicht vom Speeder runter. Aber wir sind so gleich auf. Das Aki-Aki-Fest der Ahnen. Durch das Abbrechen bin ich jetzt, glaube ich, ein paar Sekunden vorne. Aber ich war auch schon wieder ein paar Sekunden hinter dir. Du hast nicht die Nebenquests gemacht, ne? Die Nebenquests? Also diese die 100% hier in dem Spiel. Ach so, nee. Hier gibt's ein richtig, richtig cooles. Hier macht man so ein, also auf diesem Aki-Aki-Fest gibt's irgendwo so einen Stand. Da stellt man so die Geschichte nach. Also die Star-Wars-Geschichte mit so Handpuppen quasi für so Kinder. Also das sind so Kinder und die freuen sich dann und gehen so an den Stand ran und dann musst du da so die Geschichte nachstellen. Das war richtig cool gemacht. Okay. Musstest du dann immer so die richtigen, also die richtigen Figuren so auf die richtigen Sockel packen. Irgendwie so ein AT-ST dann und dann ist da so ein Snowspeeder oder so. Dann musst du die so richtig arrangieren, dass die so richtig stehen, damit die Geschichte erzählt wird. Cool, dann musst du auch wirklich halt Star Wars kennen, um das hier, um die dann zu schaffen, die Mission, oder wie ist das? Ich glaube, das war sehr einfach, aber ja, an sich schon. Das finde ich aber eine coole Idee. Tja, das war umsonst. Fragen wir die Einheit. Gab's auch manchmal in so, ich weiß gar nicht, ob das im Todesstern oder im Sternzerstörer war, da konnte man auch so ein Theaterstück nachbauen, aber dann musste man, war dann so ein Imperialer, der hat dann immer geboot oder das gut gefunden, wenn die Rebellen verloren haben und so. Okay. Richtig, richtig cool gemacht eigentlich. Ja, da waren schon noch coole Ideen dabei, das glaube ich auch, aber irgendwie hatte ich dann damals nicht mehr die Motivation, so viel zu spielen, weil da gab es halt auch eintönige Missionen und dann irgendwann war die Motivation dann weg. Ich bin Ray. Da waren leider einige Missionen, die nicht so toll designt waren. Ja, ein paar waren da drin, die waren auch richtig cool. Ja, was ich halt noch so ein bisschen gemacht hatte, war halt mir generell die Welten angeguckt. Vor allem hier Coruscant fand ich halt echt cool gestaltet. Auch noch mit diesem Viertel halt mit Dexter's Diner zum Beispiel. Boah. Da habe ich mich ein bisschen umgeguckt. Aber da habe ich auch meistens dann nur das mitgenommen, was halt irgendwie auf dem Weg lag, so. Ja, verstehe ich. Zurück zum Falken. Sofort. Da gab es halt auch viele Missionen, die immer das gleiche waren irgendwann. Ja, nee, genau, ich hab das. Ich weiß gar nicht, ob ich das Let's Play dazu ganz gesehen hatte, aber da habe ich halt schon noch ein bisschen was geguckt und da ist mir das auch irgendwann aufgefallen. Oder da hast du es halt auch gesagt. Als das Spiel aber rauskam, war ich richtig gehypt, das weiß ich noch. Da habe ich noch um 0 Uhr an der Playstation gesessen und habe dann darauf gewartet, dass ich da reingehen konnte ins Spiel direkt. Boah, das ist cool. Welche Episode hast du damals gestartet? Mit 1 oder 4? Mit 1, ja. Okay. Das war auch richtig cool gemacht, ey. Ich weiß noch, wie ich da so das erste Mal dann mit Qui-Gon und Obi-Wan, wo man da durch das Handelsföderationsschiff da läuft. Das fand ich irgendwie richtig cool, weil das sah richtig gut aus optisch irgendwie. Das hat sich so alles so reflektiert. Da konnte man das erste Mal so frei kämpfen. Vorher ist man da ja nur so hingeflogen, hat gequatscht. Hat irgendwie richtig Spaß gemacht. Also mir ist irgendwie direkt noch im Kopf geblieben, dass man da auf Naboo rumläuft bei dem Gangendorf und so, weil man da halt dann ins Wasser springt. Weil das war das erste Mal, wo man dann so richtig fließend von der Overworld halt ins Level gegangen ist. Das fand ich sau beeindruckend, das ging halt bei den alten Lego-Spielen nicht. Das ist mir noch im Kopf geblieben. Ja, ist schon ein richtig schönes Spiel. Ja, da kann man echt nichts sagen. Ja, hoffentlich kommen da nochmal irgendwelche Lego-Spiele in dem Stil. Hattest du mal dieses 2K Drive gespielt? Ich glaube, das war auch mal bei PlayStation und PS Plus drin. Ich habe mir das mal runtergeladen, aber nie gespielt. Oder auf die Bibliothek geladen, aber nie gespielt. Nee, ich habe das aber auch nie ausprobiert. Das war doch so, ich sag mal, Mario Kart-mäßig, also halt so ein Fun Driver. Nur halt mit so Lego-Autos, die man sich selber zusammenbauen kann, oder? Ja, genau. Also das fand ich irgendwo eigentlich einen coolen Ansatz. Da fährt man ja auch irgendwie so auf Wasser oder fliegt oder so oder fährt auf Straßen halt. Und je nachdem verwandelt sich dann dein Lego-Auto und dann konntest du das auch irgendwie immer anpassen, so, also dass du das selber vorher zusammengebaut hast. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt noch. Ich weiß halt nicht genau, ob das irgendwas bringt, das umzuändern. Ob das dann irgendwie die Stats verändert oder so. Ich glaube fast nicht. Ah, okay. Okay. Weißt du, ob das jetzt noch so eine größere Spielerschaft hat oder ist das jetzt wieder relativ verschwunden, sag ich mal? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube aber fast, es ist eher verschwunden, oder? Ich weiß nur, dass zum Beispiel Cem das, glaube ich, eine Zeit lang gespielt hatte, aber sonst wusste ich eh nicht von unbedingt vielen Leuten, die es gespielt haben. Deswegen ist es eh relativ an mir vorbeigegangen. Ich wusste halt davon, aber mehr auch nicht. Oh, Dameron hält sich am C3-Bein fest.
sind so gleich auf. Obi, kannst du nicht mal ein bisschen verkacken? Suchen wir sie. Nein. Warum denn nicht? Ich möchte jetzt nicht. Sind die das auch? Sie müssen irgendwo in diesen Tunneln sein. Wir werden sie finden. Dann weiß ich nicht, was ich machen soll. Was? Nach mir haben sie die Kehre zu den anderen zurück, steht bei mir. Ja, ja. Steht bei mir auch. Oh nein. Oh nein. Was hätte ich denn da jetzt machen müssen? Ah! Oh, kannst du mir helfen, darüber zu kommen? Ach so, jetzt muss ich mit der da irgendwie von der anderen Seite hoch, oder? Oh mein Gott, ja, das ist eigentlich so auffällig und ich habe nicht hingeguckt. Ach so. Ah, ich verstehe, was ich machen muss. Ich glaube, ich bin weiter als Obi! Nein. So, so. Jetzt den hier machen. Jetzt bloß nicht verkacken. Verkackt. Nee. Bin mir nicht sicher. Wieso? Hä, was ist? Wie du auch? Es geht! Ja. Oh mein Gott! Ich hab's. Okay, ich glaube, ich hab's. Ja. Tja, ich habe meine Gruppe zusammen. Und du? Nee, bei mir hängt Po hier noch unten. Ja, du musst da diesen Stein hinschieben. Ja, aber wohin? Ja, einfach runter. Ja, das habe ich. Und dann kannst du von dem auf den großen Felsen hochspringen. Ach, der schafft den Sprung sogar, oh mein Gott. Ich auch erst gewundert. Och. Ja, ich habe es einfach probiert und es hat geklappt. Der schafft den Sprung da hoch. Ich dachte auch erst, man müsste dann noch einen verschieben oder so, aber nee. Ah, schöner Vorsprung. Mmh. Oh, das sieht wieder gut aus und schlecht für Timo W. Eigentlich noch aufholen. Eins, ne? Soweit ist es nicht. Ja. Ich bin jetzt schon im Endfight gegen Palpatine. Oh, okay. Du warst echt schnell auf einmal. Ja. Aber mir hat sich hier gerade den durchgezogen. Das fand ich irgendwie auch ein bisschen, weiß ich nicht, an den, ich will nicht sagen an den Haaren herbeigezogen, aber wie die dann da auf Kef Bia ist der Planet ja, glaube ich, wo der Todesstern gelandet ist, wie die das dann da dranhalten und so und dann direkt erkennen, mit dieser Klinge noch ausfahren und dann, ja, da musst du hin. Ach, ich weiß nicht, irgendwie. Ja, das war schon komisch. Hat mir das nicht sonderlich gefallen. Tja. Ich weiß, was Besseres. Was aber ich dann aber cool fand. Ja, nee, erzähl. Was ich cool fand, war, dass Han Solo tatsächlich wieder kam. Ja, die Unterhaltung mochte ich auch eigentlich. Gut. Die fand ich auch super, die Szene, das stimmt. Nee, was ich noch fragen wollte, du hast jetzt ja auch das Acolyte-Ding gesehen. Also wir waren ja im Kino, ich hoffe, du hast nicht geschlafen, ne? Bitte? Ich hab da weggeguckt. Zwei, drei Minuten weggeguckt. Wie fandest du das? Soweit eigentlich okay. Mhm. Ich muss aber sagen, dass ich den Kampfstil von dieser Attentäterin tatsächlich ein bisschen komisch fand. Okay. Also ich kann das gar nicht beschreiben, warum, aber irgendwie, ich weiß nicht, das hat halt von der Art her was wie eine Attentäterin, aber irgendwie habe ich erst gedacht, das wäre halt eine Sith oder so, wobei der damals dann noch nicht aufgedeckt waren, sage ich mal. Ich weiß, ich habe das einfach anders erwartet. Ich bin aber noch gespannt drauf. Ich bin da jetzt nicht irgendwie negativ gegenüber eingestellt. Vor allem halt, das hatte ich glaube ich danach auch gesagt, ich fand das Design, sag ich mal, der Stadt eigentlich ganz cool, in die reingegangen ist. Also man hat ja noch am Anfang gesehen, das Tor, durch das sie durchgeht, bevor sie halt in die Bar da geht. Oder wie auch immer man das jetzt nennen will, wo sie halt drin gekämpft haben. Das finde ich, hat alles optisch ganz cool ausgesehen. Deswegen, ich glaube, da kann was draus werden. Ich hab da tatsächlich auch Lust drauf, irgendwo. Und das sah eigentlich ganz cool aus. Mal gucken. Ist ja leider immer so, bei so Live-Action-Sachen haben sie nicht so immer so abgeliefert, was so Serien angeht. Ja, aber irgendwie ist das auch, geht das echt hin und her. Also ich fand Mandalorian 1 und 2 ganz cool, Ahsoka war irgendwie gar nicht meins, genau wie Boba Fett zum Beispiel nicht unbedingt meins war. Er ist auf Kijimi. Achso, hast du mittlerweile eigentlich Tales of the Empire gesehen? Ja, ich habe das gesehen mittlerweile. Okay. Ich habe bisher nur die Morgan Elsbeth-Folgen gesehen. Oh, da fandst du den Grievous so krass. Aber der hat leider nicht die, also... Ich hab da gestern schon mal drüber gequatscht im Livestream. Der
Er hat irgendwie die falsche Stimme, ne? Aber da wurde gesagt, das ist wohl der richtige Sprecher, aber die ist irgendwie falsch gepitcht oder so anscheinend. Und das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Ich habe das auch gesehen, ja, also, dass es der gleiche Sprecher sein soll, weil ich war recht glücklich, dass er wenig geredet hat, weil die war halt echt, die hat sich komplett anders angehört. Ich habe erst gedacht, oh, anscheinend haben sie nicht den richtigen Sprecher bekommen und war dann richtig verwundert, dass das anscheinend der echte Deutsche ist und dann dachte ich so, hä, wie ist das denn passiert? Also ganz komisch. Das hätte ich aber auch nicht gedacht. Die erste Ordnung holt die aber sonst von der Optik her super, also die haben sie unseren Droidenschmied Folgen und so. Ja. Pass auf. Wie fandest du die Idee, dass sie die Idee für die Tri-Fighter hatte? Oder falls sie überhaupt so heißen, ich weiß es gar nicht. Finde ich eigentlich ganz gut. Weiß nicht. Hab mich jetzt nicht. Also ich. Widerspricht das irgendwas? Nee, ne, eigentlich nicht. Oder weil Thrawn dann später so tut, so von wegen, hab ich gemacht, meine Idee. Ja, genau. Also da. Das habe ich nur mal gehört gehabt, aber das finde ich jetzt auch nicht so schlimm, weil sie ja quasi unter ihm beim Imperium arbeitet. Mhm. Deswegen, das finde ich okay. Aber die Kamerafahrt dauert hier aber ewig. Ich bin die ganze Zeit so verwegen, lass mich wieder spielen, aber... Ich weiß noch, dass ich die Mission hier beim allerersten Mal spielen richtig cool fand. Obwohl man schleichen muss und du gar nicht schleichen kannst. Ich bin ein sehr krasser Schleicher. Man nennt mich auch den Schleichmeister, falls du das... Also nennst du dich selber, ja? Mehr Leute aber nicht. Oh nein, ich glaube, ich habe Quatsch gebaut. Oder? Was muss ich machen? Ich laufe jetzt da durch. Noch ein Tor ohne Energie. Oh Mann. Bin mir nicht sicher, was ich machen muss. So wie... Ich mir auch nicht. Ich dachte, schade, ich dachte, ich kann das da rausschießen. Wo muss das hin? Achso. Ach da. Mach mal halblang. Es ist für die Rettung der Galaxis. Kann ich das nicht auch damit rausholen? Ich glaube, ich habe das sogar richtig gut gemacht. So, oh mein Gott, ich kann doch einfach raus. Ja. So Schleichmissionen, die sind einfach so krass, ey. Hättest du denn noch irgendwie so ein. Oder fällt dir irgendein Franchise ein, was man noch so als Lego-Spiel machen kann? Es stand ja irgendwie ganz lange im Raum so ein Harry Potter-Ding. Ja, also das gab's ja theoretisch auch schon, deswegen sowas wie Indiana Jones oder so nochmal machen, hätte ich jetzt auch nichts gegen. Hm. Ich weiß gar. War das damals, ich hatte das nie gespielt, wobei das, glaube ich, Fabian auch richtig cool fand. Gab es Jurassic Park oder war das nur Jurassic World? Nee, es gab da schon, das waren dann auch Jurassic Park und der erste Jurassic World. Ah, okay. Ja gut, weil sonst, ich war mir da nicht sicher. Ich dachte, das wäre nur Jurassic World gewesen. Aber Jurassic Park sonst hätte ich natürlich auch gerne nochmal gehabt, wobei ich, wie gesagt, das damalige nicht mal gespielt habe. Hm. Aber sonst fällt mir jetzt eigentlich nichts ein, wo ich das richtig vermisse, sage ich mal. Also immer wieder Star Wars einfach, ne? Perfekt. Ja, einfach, genau. Am besten nochmal die Skywalker-Saga. Einfach nochmal. Und dann wieder, und dann wieder, und dann wieder. Oh, so ein Lego SpongeBob, das wär's. Das stimmt. Ich weiß gar nicht, ich hab das, damals auf der PlayStation 2 gespielt, ich weiß nicht, wie das hieß. Irgendwie Nickelodeon oder SpongeBob und seine Freunde oder so. Mit Danny Phantom, Jimmy Neutron und so. Da hast du gegen so Bösewichte gekämpft und hast halt auch so Level gespielt. Das war richtig cool als Kind, weil da hast du entweder SpongeBob, der richtig cool war, den wir halt immer geguckt haben, ich und mein Bruder. Mhm. Oder es gab Danny Phantom. Mhm. Den fanden wir, glaube ich, gar nicht durch die Serie. Ich wollte gerade sagen, den habe ich nie geguckt. Ich weiß, der kann sich irgendwie unsichtbar machen oder so, und was anderes weiß ich nicht über den. Der war halt, als Charakter war der aber richtig cool zu spielen in diesem Spiel. Okay. Ich weiß aber, wie gesagt, gar nicht mehr, wie es hieß. Jimmy Neutron kenne ich natürlich auch. Ja, vielleicht kennt das ja einer, ne? Gerne mal reinschreiben wieder mal und ob ihr das auch gespielt habt. Oder ob ihr jetzt sagt, nee, distanziere mich von Timo W. Weil ich das Spiel gespielt habe. Weil er dieses Spiel als Kind gespielt hat. Das ist einfach ein No-Go. Das ist so anstoßend. Anscheinend. Fabian halt, ne? Fabian wird das sagen. Nee, alles, wo SpongeBob drin ist, hasst der. Ja gut, das stimmt. Das ist typisch Fabian. Ja, schade. Diddle-diddle-diddle-dim. Okay, wo bist du jetzt gerade? Was passiert bei dir? Wir schleichen gerade über die Dächer und die Ritter von Ren sind weggegangen. Ich glaube, jetzt muss ich nur noch
durchkommen zu der Werkstatt. Toll. Unsere Chance, unentdeckt dorthin zu kommen, ist nicht gerade groß. Okay, ja gut, dann sind wir doch wieder relativ gleich auf. Ehrlich? Hast du so viel aufgeholt? Aber wie das denn? Wir sind da. Weiß ich nicht. Ha! Das war super. Scheint, er hat etwas also ich habe jetzt, glaube ich, das Level abgeschlossen. Ich bin falsch gegangen. Laufen! Ja, wow. Jetzt zeigt er mir den Weg hier an. Was machst du da, 3PO? Ich werfe einen letzten Blick, Sir, auf OW. Und dann wird er weggeschockt. Ich wusste nicht, wo die Garage ist, weil mir das nicht angezeigt wurde. Weil ich nicht zu diesem ersten Punkt gegangen bin, quasi. Und dann musste ich nochmal zurückgehen und dann hat er mir den Weg dahin gezeigt. Hast du jetzt? Ja, ja. Ich bin jetzt auch in der Sequenz drin. Auf meine Freunde. Abu Frick ist schon richtig cool. Ich bin C3PO, Roboter-Mensch-Kontakter. Wir müssen los. Das stimmt. Hättest du gerne so einen kleinen Babu Frick, der dir mal hilft? Ich wollte gerade sagen, jetzt bin ich gespannt, wobei hilft der mir denn? Der sitzt so auf deiner Schulter und der erzählt dir endlich mal, was Strom ist, damit du es endlich mal weißt. Ich wollte gerade sagen, der kann meine Uni-Aufgaben machen, aber sonst weiß ich nicht. Das wäre doch super. Das wäre wirklich cool. Was kann denn der? Der kann halt Sachen reparieren. Hast du irgendwelche elektronischen Sachen, die du repariert brauchst? Was kann der halt? Unser Staubsaugroboter ist kaputt. Ja, dann. Aber bei dir stand auch noch einer, oder? Ein kaputter. Also ich ja. Am Wochenende bei dir, ne, bevor sich die Leute wundern, wie ich da jetzt drauf komme. Und da stand halt noch einer im Schrank, meine ich, gesehen zu haben. Ja. Was hast du mit dem gemacht? Hast du gegengetreten? Den hab ich einfach kaputt geschlagen. Nee, tatsächlich funktioniert der noch, der ist bloß alt. Ach so. Okay, du hast dir dann noch einen besseren einfach gekauft. Ja, ich hatte mir als allererstes mal irgendwann vor ganz, ganz langer Zeit euch mir den geholt. Der war halt super billig quasi. Einfach mal, um das auszuprobieren. Und ich fand den nicht schlecht, aber der war, ja, der kam halt so gar nicht auf die, auf so Kanten und sowas klar. Ja, das ist blöd. Also ich habe hier, wie nennt man das denn? Ich habe halt so Parkettboden und wenn man dann so eine Tür hat, dann ist da immer so eine Fußleiste unten quasi. Dann muss der so drüber fahren, da ist der manchmal so hängen geblieben oder bei Teppich ist der super oft hängen geblieben oder so. Soll das so? Mir wird das einfach. Mir wird gerade ein Weg hinter die Tür angezeigt, aber die Tür geht einfach nicht auf. Weiß nicht, ich bin. Also, wo ich bin aus dem Hangar rausgerannt und dann sollst du einfach nur schräg rechts da durch diese Tür durchrennen. Macht sie das auch mit uns? Aber die geht bei mir nicht auf. Oder nicht? Dann muss er da vielleicht alle Gegner töten? Hier steht einfach nur Findet Chewbacca, ich weiß nicht. Ich bin auch bei Findet Chewbacca, aber ich stehe gerade vorm Level, ich warte mal kurz. Also bei mir ja, okay, mach weiter. Ah, ja. Hast du gefunden? Anscheinend muss ich wirklich einfach nur die Gegner killen. Aber normal steht das doch da, wenn man die wirklich besiegen soll. Mhm. Ah, okay. Da wollte er mich wieder verarschen. Nee. Das wird dir leider nichts bringen, wenn das jetzt ein Level ist. Ist das ein Level oder war das Geschichte fortführen? Wie lange ist denn noch? 1:30 gleich. Okay, ja, das ist schon gut. Wir werden dann gleich auf sein, denke ich mal. Jetzt pennt der hier noch an seiner Kabine und so. Er hat hier so Proteinpulver. Hast du das mal ausprobiert? So Proteinpulver und Shakes und sowas? Jein, also ich habe selber nie Proteinpulver gekauft, glaube ich. Das kann ich mich nicht dran erinnern. Aber ich war mal beim Fitnessstudio angemeldet, da hatte ich dann, dort hat man dann so Shakes bekommen quasi für, weil man sowieso den Monatsbeitrag hatte, war das dann irgendwie, weiß gar nicht, einmal in die Woche oder so oder einmal alle paar Tage. Dann habe ich das mal gemacht. Ich glaube nicht, dass sich das gelohnt hat, weil ich glaube, dafür hätte man viel krasser trainieren müssen und dann so hart auf seine Ernährung achten und so. Ich habe das einfach nur so mitgenommen. War eigentlich total unnötig. Es waren einfach nur so richtig unnötige Kalorien wahrscheinlich, die man mitgenommen hat, aber hey. Eigentlich hast du immer die Proteinshakes getrunken, dich in die Sauna gelegt, auf irgendwelche Liegen gelegt und so, und hast dich einmal Sport gemacht. Das wäre krass gewesen. Warum kann ich denn nicht einfach den Körper von Cristiano Ronaldo haben?
Weiß nicht, meinst du, der macht mehr Sport als du? Nee, ich glaube, dem wurde das auch einfach in die Wiege gelegt. Der ist einfach geboren und war so, der sah so aus, wie er aussieht. Kann so ich kann ja Fußball spielen. So war das wohl. Das kann natürlich sein. Jetzt, ne? Ich bin ja in einer Sequenz, es läuft gleich die Zeit ab. Ich bin auch noch in der Sequenz, deswegen spiel du mal ruhig so lange, bis ich dir Bescheid sage, dass die durch ist. Okay. Also bei mir ist halt, wie gesagt, auch eine Sequenz, sonst, ja. Ich will, dass keiner ja. Verliert. Genau, ja, sonst wäre dein Vorsprung ja irgendwie einfach weg am Ende, das wäre ja Quatsch. Achso, bei mir ist jetzt die Sequenz durch. Ja, sonst laufen wir weiter, wir machen ja eh gleich weiter. Mach mal ruhig, spiel mal. Spiel jetzt! Ich spiele. Ach, man muss sie echt wieder killen. Spiel! Du besitzt seine Macht. Du bist seine Enkeltochter. Zum Glück habe ich hier das PC-Aim wieder, ne? Bist eine Palpatine. Das ist sehr ungerecht. Was Palpatine allerdings nicht so bin ich. Ist, dass wir ein Zweiklang der Macht sind, Rey. Zwei, die eins sind. Ich glaube, okay, du bist dann auch gleich in der Sequenz, ja, wo ich bin, ne? Bin ich jetzt in der Sequenz. Die dauert halt ewig. Ich habe nicht gedacht, dass sie so lange dauert. Er kann ja noch einen kleinen Klacks aus seinem Leben erzählen. Ja, ich war heute wieder einkaufen und habe mir da Passionsfrucht... Sie zwangen mich, sie zu ihrem Schiff zu nehmen. Einen Passionsfrucht-Softdrink gekauft und trinke den gerade und der schmeckt nach Passionsfrucht. Da warst du richtig geschockt, oder? Das schmeckt okay. Würde mir nicht normal kaufen, dafür war er zu teuer. Okay. Ich war jetzt aber vor der Aufnahme hier, war ich auch noch einkaufen, um eigentlich so groß und sowas Kleines nur zu holen. Und hab dann aber mal wieder gesehen, dass die Y-Food hatten. Das hatte ich ewig nicht. Hast du das mal ausprobiert? Nee. Weil das finde ich echt irgendwie überraschend lecker. Das schmeckt tatsächlich... Also ich habe das jetzt wieder in Erdbeer gekauft, das fand ich eigentlich mal ganz gut. Das schmeckt halt wirklich wie Erdbeermilch. Ist halt ein bisschen dickflüssiger, aber jetzt nicht so, dass ich irgendwie sage, das wäre so eklig, von wegen, das ist halt schon... halb fest oder so. Mhm. Das heißt, man lässt sich schon auch gut trinken und man wird dadurch ja, so halbwegs satt. Ich weiß, also es ist jetzt nicht so, als wenn ich riesig viel essen würde, aber es ist schon mehr als so ein Getränk, sag ich mal. Aber wie viel, also ersetzt das denn nicht eine komplette Mahlzeit oder so? Ist das nicht eigentlich voll viel, was ist also so irgendwie... Ja, eigentlich schon, aber ich glaube, ich esse einfach zu den größeren Mahlzeiten einfach mehr. Hier meine Sequenz ist durch. Ja, dann... Ich bin jetzt gerade auch wieder in der Sequenz. Okay, dann geh mal auch erstmal kurz weiter. Wir kommen hier nie wieder raus, Ovi. Das ist ein ewiger Kreislauf. Scheint so, dass hier alles nur Sequenzen. Das Gute ist aber, wir können das so lange machen, bis du ins Level reingehst. Weil da starten wir nächstes Mal neu. Ich glaube auch. Jetzt werde ich halt zum Todesstern rüberfahren. Ich glaube, das dauert ewig, bis wir im nächsten Level sind. Ich weiß gar nicht, was das nächste Level ist. Wahrscheinlich der Kampf gegen Kylo. Stimmt, ja, das gab's auch noch auf jeden Fall. Ich glaube, man muss sich jetzt gleich erstmal durch diesen Todessternfrack hochkämpfen. Und ich meine, das war gar nicht so leicht. Das war aber auch nur eine Geschichte, ne? Das war, glaube ich, nicht das Level, oder? Ja, das war nicht das Level. Ah, nicht. Dann hole ich ja doch nicht auf. Nee, also wenn du jetzt gleich mit deiner wir landen auf Kev-Bier-Sequenz durch bist, dann... Dann könnten wir, glaube ich, endlich mal Pause machen. Ja, dann sage ich Bescheid. Okay. Nee, bei Y-Food habe ich noch nie gegessen irgendwie. Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie den Eindruck, ich esse viel zu gerne, als dass ich dann so ein Getränk essen will. Okay. Mhm. Aber das ist geschmacklich gar nicht so schlecht. Also ich muss sogar sagen, ich kann das empfehlen. Wobei das irgendwie, ja, glaube ich, von den Nährwerten und so doch gar nicht so geil ist, wie das, als das rauskam, irgendwie so angepriesen wurde. Mhm. Gut, dann machen wir jetzt hier Pause, oder? Ja, ich stehe auch gerade hier die ganze Zeit schon. Ja, alles klar, ich habe auch Pause gemacht. Super, also, dann machen wir beim nächsten Mal hier an der Stelle weiter. Dann gibt es wahrscheinlich das große Finale, denke ich mal. Wir werden sehen, wer den letzten Punkt kriegt. Von daher, ne, vielen Dank fürs Dabeisein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. Tschüss.